Ja, hallo Leute, Marc Bellinghaus. Ich lese jetzt nur ganz einfach mein Schreiben, zwei Seiten an die Justiz nach dem heutigen Schocker. Ich bin vorhin aufgewacht, ich war komplett fertig, ich habe im Gericht geheult. Es hat keiner der Richterinnen oder also eine Frau und zwei Männer mal gesagt, wollen Sie mal eine Pause oder wie auch immer. Die haben das da durchgezogen. Remzi Al-Khaleesi ist nicht mal als Zeuge reingerufen worden. Ich weiß, was das bedeutet. Der Beschiss der Justiz Münster geht weiter. Ich habe das so oft erlebt. Und wenn ich Herbert Walter, der fast 76 ist, der war auch Gott sei Dank da. Wenn ich den nicht hätte, dann würde ich jetzt im Knast sitzen. Das muss man sich mal vorstellen. Weil dieses Volk, diese Nachbarn, sogenannten Nachbarn, die haben gelogen und ich habe die angezeigt und ich habe noch kein Verfahren gegen die wegen Beleidigung und diesen ganzen üblen Falschaussagen. Meine eigene Halbschwester ist auch mal wieder so da weggekommen. Ich erwarte, dass sie in den Knast kommen, weil mein Leben ist zerstört. Die haben einen Unschuldigen komplett zerstört. Und da erwarte ich Gerechtigkeit von der Justiz Münster. Bezüglich Ihres meines heutigen Verfahrens mit dem Aktenzeichen 014O46223, gleichzeitiger Strafantrag gegen Frau Dr. Katharina Kostol, mein und Herrn Remzi Al-Khaleesi, weil ich den beiden eklatanten und vorsätzlichen Rechtsbruch in Form von nachweislichen Falschaussagen bezüglich ihrer eidesstattlichen Versicherungen abgegeben habe, auf die sich schließlich der heutige Prozessverfahrenstag diese einstweilige Verfügung bezieht und aufgebaut und berufen hat. Glauben Sie wirklich, ich sehe tatenlos zu, wie eine kriminelle Truppe mich beklaut und ich obendrein von einem Unrechtsgericht auch noch schuldig gesprochen werde, wie es leider viel zu oft in 13 Jahren Horrorjustiz Münster vorgekommen ist? Sehr geehrter Herr Vorsitzender Richter am Landgericht Münster, Dr. Stenner, sehr geehrte Richterin am Landgericht Carré, sehr geehrter Herr Richter am Landgericht Naujoks. Was heute geschah, habe ich in 13 Jahren skandalöses Unrecht bereits einige Male erlebt. Ich brauche Ihr Urteil gar nicht abwarten, denn es kann sich nur gegen mich richten, sonst hätten Sie mit einem überwältigenden Beweis gegen die kriminellen Methoden eines gesamten Theaterbetriebes längst Recht gesprochen. Aber da Sie noch dazu meinten, Herr Herbert Walter, ein fast 76-jähriger Rentner, säße im Gerichtssaal mit einem Kabel anstatt eines Brillenhalters, da war für mich klar, wie Frau Richterin am Landgericht Carré gestrickt und gebürstet ist, nämlich gegen mich, wie der Rest der ehrenwerten und in ihr staatliches Amt vereidigten RichterInnen, die mich teilweise aburteilten, wie einst ein Roland Freisler, der seine Opfer auch noch laut anbrüllte, bevor er diese zum Tode verurteilte. Ich weiß ja Gott sei Dank, warum sie alle so unmenschlich und überaus einseitig und befangen agieren. Nichtsdestotrotz habe ich trotz meiner nachweislichen Abstammung das gleiche Recht wie jeder andere auch. Aber die Justiz Münster verwehrt mir dieses Recht komplett. Wie man heute unschwer abermals sehen konnte, da saß der kriminelle Vertreter von Dr. Katharina Kostolmann draußen vor dem Saal als Zeuge und wurde nicht einmal gehört. Natürlich wollten die drei Salomons es unterbinden, dass ich diesen Megalügner, der mich mit den Worten schwuler Hitlerjude am 4.9.23 im Theater bis auf meine Knochen beleidigt hat, ins Kreuz nehmen könnte, würde, so wie ich es im gleichen Saal, in dem ich am 23.06.21 bei der Berufungsverhandlung in der Kleinen Kammer des Landgericht Münsters tat und einen Freispruch erzielen konnte, weil ich mich selbst verteidige. Denn der Schönling neben mir, der befangene Rechtsanwalt, Fußballschiedsrichter Florian Exnein, Klammern Schunk und Kollegen, schwieg vorsätzlich wie ein frisches Grab. Was heute abermals geschah, erinnerte mich an meine übelsten Erfahrungen, als ich am Amtsgericht Münster von einem Richter namens Benjamin Kühnert viermal nacheinander im Namen des Volkes schuldig gesprochen wurde.
Und bis auf einen Unrechtsspruch, der demnächst als meine letzte Berufung ins Haus steht, es schaffte, diese eklatanten Fehlurteile zu revidieren. Es muss etwas passieren in Münster und das schnell. Heute hatte ich Triggererfahrungen aus meiner frühesten Kindheit. Ich musste weinen und nicht mal ein Wort des Beistands kam aus dem Mund der Richterin oder beiden männlichen Richter. Nichts. Das bewies mir sofort, wie mein Urteil ausfallen wird. Was sind Sie bloß für Menschen? Wie können Sie ein Missbrauchsopfer beider Kirchen und ein MeToo-Opfer viermal, dass ich ebenso bin, nur so erbärmlich vorführen und quälen? Ich werde für mich nun zu erwartende Ablehnung Ihren Schuldspruch natürlich sofort anfechten, denn es kann nicht sein, dass dieser brutale Sadismus auf Justizebene mit der Missachtung meiner Menschenwürde und des Grundgesetzes so fatal weitergeht. Einfach munter weitergeht, denn das genau las ich in den 6 Augen der 3 RichterInnen am Landgericht Münster. Es ist quasi versuchter Mord und das meine ich sehr ernst, was hier eine komplette Justiz mit einem Menschen abzieht. Deshalb verlangte ich heute nach der Teilnahme des Präsidenten des Landgerichts Münster, der dauernd das Theater Münster zu Gast hat. Nächsten Montag abermals, und wie soll dieser Laden dann gerecht gegen eine Horde Krimineller agieren, das frage ich den leitenden Oberstaatsanwalt Jens Wrobel, den ich hiermit auffordere, mir mein gutes Recht zu gewähren und 7 Verfahren gegen 7 kriminelle Verleumder, Mobber, Denunzianten und Sadisten, die einen komplett unschuldigen Mann obdachlos gemacht haben, einzuleiten und mir zu gewähren. Ich hatte diese Ehre in 13 langen Jahren kein einziges Mal. Danke. Ich habe also wirklich nicht ein Verfahren gekriegt und bin hier komplett verarscht und denunziert und dauernd im Namen des Volkes schuldig gesprochen worden. Das muss man sich mal vorstellen, was die Justiz mit mir gemacht hat und weitermacht. Die Liste ist laut und deutlich lesbar. Meine Halbschwester Patricia Bellotti, die sich nachweislich mit Herrn Jörg Dickmann, dem Vorstandsvorsitzenden des Bündnis für Wohnen der Stadt Münster, zusammengetan hatte, um mich auf die Straße setzen zu lassen, mit der Begründung, ich hätte meine Nachbarn beleidigt, was ich nachweislich jedoch niemals tat. Ich sinne nun auf Gerechtigkeit und Rache, sehr verständlich. Ich fordere Bestrafung in Form von Haft, damit diese Kriminellen endlich zur Besinnung kommen. Außer die Justiz hat sie gedeckt und mitgespielt. Dann müssen alle 3 Vertreter der Justiz Münster sofort von deren Ämtern zurückbeordert werden. Ich richte diesen abermaligen Not- und Hilferuf nach einem unterirdischen Termin in einem Gericht, das so tut wie eh und je. Es missbraucht unsere Gesetze gegen mich, um mich weiterhin zu quälen. Ich richte diesen Notruf also an unseren Justizminister von NRW, Herrn Benjamin Limbach. Wenn unser Minister für Justiz sich weiterhin gegen ein Einschreiten verwehrt, dann kündige ich einen Hungerstreik vor dem Justizministerium in Düsseldorf an und ich werde im Internet darüber im Detail berichten. Was heute im Landgericht Münster abermals geschah, ist ein weiterer Skandal im Skandal und ich fordere den Präsidenten des Landgerichts Münster, Ulrich Harmbert, auf, jegliche weiteren Aufführungen des Theaters der Stadt Münster im Amtsgericht Münster und im Landgericht Münster sofort einzustellen und zu unterbinden. Denn dass das Landgericht befangen ist, das hat es heute abermals unter Beweis gestellt. Außerdem fordere ich ein Strafverfahren gegen die Dauerlügnerin Sigrid Butt, 62, und Jonas Jacobi, 53, der sogar schriftlich Verleumdungen meiner Halbschwester Patricia Bellotti stellte und dessen Gefängnisstrafe höher ausfallen muss, da er durch diesen Rufmord mein künstlerisches Leben, meine Arbeit als Schauspieler komplett zerstört hat.
auch der 78-jährige Günther Freitag muss bestraft werden, denn der hat willig mitgemacht und diesem Lügenfestival, in diesem Lügenfestival und in gleich 4 Verfahren gegen mich, die ich letztendlich allesamt für mich entscheiden konnte. Außerdem muss Herr Günther Ebel für seine Unterstützung seiner Freundin Sigrid Butt ebenfalls bestraft werden. Ich fordere hiermit die Justiz Münster auf, sich entweder selbst anzuzeigen und diesen Justizskandal sofort einzustellen und eine kriminelle Bande nach § 129 StGB zu bestrafen. Wenn ich Herrn Herbert Walter nicht gehabt hätte, als meinen wichtigsten Zeugen, dass ich niemals irgendeinen Nachbarn beleidigt habe, dann säße ich jetzt absolut unschuldig hinter Gittern, als ein zu Unrecht verurteilter Angeklagter, denn die Justiz Münster benutzte das deutsche Grundgesetz nur gegen mich, niemals für mich und mir zu helfen. Ich hoffe, Sie unterlassen diese offensichtliche Quälerei sofort. Ich habe genug Schicksalsschläge in meinem Leben erlebt. Aber das genau wissen Sie ja eh alles ebenso und ganz genau. Ich erwarte ein Verfahren gegen Katharina Kostormann und Remzi Al-Khalisi, denn ich kann die beiden der schwerwiegenden Lügen und Falschaussagen überführen, mit links und jederzeit. Mit freundlichen Grüßen Siegfried Schmidt-König alias Mark Bellinghaus. Ein Video zu diesem Skandal und dem Versuch, mich abermals zu verarschen, habe ich bereits gepostet. Man muss sich vorstellen, Katharina Kostormann und Remzi Al-Khalisi haben ihre ganze Aussage auf erbärmliche Lügen gesetzt. Das ist alles gelogen, was die geschrieben haben, und das muss gegen sie wirken. Die haben sich noch tiefer in die Scheiße reingelogen. Ich kann es genau nachweisen. Allein dieses Bild, das sagt alles. Das sagt alles. Das sagt wirklich alles. So Leute, das war's mal wieder. Es tut mir leid für diese langen Videos, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das war, wenn man da von diesen Leuten so angeguckt wird, als wäre man wirklich irgendwie ein Täter oder so. Ich bin da hingekommen, um Gerechtigkeit zu finden, und dann haben die ihr Urteil, haben sie einfach, heute nicht, wie auch immer. Also sowas muss man sich mal vorstellen. Das ist wirklich, ich habe das auch gleich an die anderen Poststellen geschickt. Ich zeige euch nochmal das Foto. Das ist so unfassbar. Gesendet, hier ist es, kleinen Moment, so, da ist es, hier, guckt euch dieses Foto nochmal an, das ist wirklich der Horror, das muss man sich mal vorstellen, die haben tatsächlich meine Kunst geklaut, 1:1, da ist der Hügel, ihr habt doch bestimmt, wenn ihr das gesehen habt, gedacht, wieso ist denn da so ein Hügel auf der Bühne, hier, deswegen, weil ich da auf diesem Golonring-Hügel, einem Keltengrab, da oben geschlafen habe. Und da oben hier hängt sozusagen, das soll er sein hier. Da ist der Geist, und der ist also unfassbar. Das ist 1:1, und das ist damit nachgewiesen. Kinderhäuser von Karen Breeze ist Betrug. Aber sowas von. Also Leute, peace out.